Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Phoning Home mit unserem kleinen süßen Ion. Yay! So, wir haben noch den Eintrag der Oxys. Dann schauen wir mal. Die Oxys, Singular Oxy, sind eine politische Bewegung auf P1, die sich auf die Wiedereinleitung von Sauerstoff in die Atmosphäre unseres Heimatplaneten einsetzen, obwohl dessen korrosive Wirkung gut dokumentiert ist. Ihr Ziel ist es, am Ende P1 wieder mit biologischem Leben zu besiedeln und all die Bemühungen vergeblich sein zu lassen, auch noch die letzte Bakterie loszuwerden. Das Hauptargument der Oxys behauptet, behauptet, dass eine lebende Welt Schönheit nach P1 zurückbrächte. Und Schönheit als praktiziertes Konzept eine Quelle der Kreativität und des Fortschritts sei. Momentan machen Oxys 0,4% der Bevölkerung aus. Ihre Zahl nimmt aber zu, wenn auch langsam. Gott, wie sieht denn das da bei euch aus auf dem Planeten? Ist das einfach nur so ein Klotz? Ohne alles? Ohne alles. Und dann haben wir noch zwei Ressourcen. Die gucken wir uns am Ende an. Die Wurzeln und das andere, was da gerade war. Jetzt bin ich erstmal gespannt. Ion, mach dich an die Türsteuerung. Wir knacken jetzt mal hier diesen Kreuzer. So, dann mal auf. Türsteuerung mit I. Freigeschaltet Schaltkreise. Hä? Freigeschaltet Solarmodul? Wie habe ich denn das freigeschaltet? Wodurch habe ich das freigeschaltet? Warum kommt denn das jetzt auf einmal? Benötigt für alles elektronisch. Ich weiß nicht. Also, wir machen erstmal Türsteuerung. Wo ist... Ah, da ist die Tür. Hört da drin knackt es auch so. Die haben auch irgendein Problem. Kann das Raumschiff auch mit uns reden? Vielleicht... Oh, guck mal, wie das aussieht. Geil. Komm, Ion. Ab ins Trockene. Upp. Das ist der Grund für die Stille. Das Kommunikationsmodul ist defekt. Ersetze es. Und danach müssen wir die mobile Einheit finden. Diese Schiffe fliegen nicht ohne sie. Ja, noch ein Ion. Du brauchst eine Menge Ressourcen für das Com-Modul. Zuerst solltest du mal die Middleware bauen. Schau mal im Inventar nach Solarmodul und Schaltkreis. Ach, deswegen haben wir die bekommen. Was ist denn das hier? Tür öffnen? Tür ist schon offen. Okay, schau mal im Inventar nach Solarmodulen und Schaltkreisen. Schaltkreise brauchen wir noch. Turanon und Solarmodule. Kommunikationsmodul brauchen wir bestimmt dann auch noch. Solarmodul. Oh, da brauchen wir noch alles von. Kristalle, Photoniken und auch Turanon. Alles klar, dann muss sich der Ion erstmal wieder auf die Reise begeben. Ey! Bin eingesperrt. Oder hat sich die Tür jetzt erst bewegt? Benötigt Kommunikationsmodul. Das brauchen wir dafür auch noch. Das hier. Ah, und dafür brauchen wir die beiden Sachen und dann noch 5 Kristalle. Okay, dann müssen wir erstmal sammeln gehen. Ich hoffe, die Tür hat sich jetzt geschlossen, weil ich sie geschlossen habe. Ja. Mach auf hier. Ion geht wieder mal auf die Suche nach Rohstoffen. Schmetterling. Na denn. Na denn. Na denn, na denn, na denn. Was ist das da? Ich hol mir das da. Ach, das ist hier noch so eine Platte, die da oben liegt. Da hinten haben wir die Kristalle. Da gehen wir als nächstes hin. Die brauchen wir ja. So, nimm mal mit. So. Einfach eingesaugt. Wie so ein Staubsauger. Der gute Ion. Bin mal gespannt, wann wir seine Speichereinheit reparieren können. Dass wir dann auch Gegenstände löschen können. Wahrscheinlich gar nicht.
So, und was war denn das mit dem Gegner? Er hat ja gesagt, er analysiert es. Bis jetzt kam noch kein Feedback. Bis jetzt haben wir noch kein Feedback bekommen. Oh, jetzt ist wieder so schön hier in der Nacht, ne? Guck mal, da die Nebula. Voll schön. Gibt es auch Sternschnuppen? Oh, es sieht aus wie so eine heiße Quelle. Oh, überleg mal. Hier so eine heiße Quelle jetzt. Dann einfach da drinnen chillen. Hallo. Gib mich. Oh. Das ist eine heiße Quelle. Ah, zu heiß, Aion. Vorsicht. Vorsicht, Aion. Aion kann ja doch Geräusche machen. So. Dann holen wir uns den da noch. Ach, da ist auch noch einer. Nimm mit. Und jetzt purzeln wir runter, wa? Wie wieder mit den Armen wackelt. So, und den hier noch. Und dann geht's weiter Richtung. Upp, Vorsicht, Ion. 75% schon wieder nur. Hatten wir die vorher auch? Ich glaube, weil ich wollte wohin aus dem Spiel tappen und habe dann irgendwie bin ich losgeflogen und etwas zu hoch geflogen. Dann ist der Ion wieder ein bisschen dolle aufgeplumpst. Ich habe Angst, dass mir so ein Komet irgendwann mal auf den Kopf fällt. Andererseits bin ich auch gespannt, wie das aussieht, wenn der neben uns einschlägt. Schlägt. Oh, es ist so schön ruhig hier gerade, ne? Die Stille der Nacht. So, da haben wir einen Keimling. Keimling braucht man eigentlich nicht, ne? Der ist ja voll, aber das daneben. Glaube ich, brauche mal dann das Gas. Muss ich nochmal gucken, was wir hier alles brauchen. Ich sammle erstmal ein, was hier gerade so rumliegt. Und dann schauen wir mal. Bordcomputer, rede mit mir. Ich fühle mich hier so einsam. Ganz alleine. Keiner antwortet mir. Die Musik. So, diese Quallendinger brauchen wir noch. Photoniken und die hier. Wo kriege ich das denn her? Turanon. Das habe ich noch gar nicht gefunden, ne? Ich sehe es zumindest auf der Karte nicht. Müssen wir mal Ausschau halten, was wir hier noch so einsammeln können. Duranon. Von den leuchtenden Lebewesen, die hier waren, ist jetzt aber nichts da, ne? Es war nur der eine, der sich hier mal kurz gezeigt hatte. Um ehrlich zu sein, müssen wir dankbar sein, Photoniken gefunden zu haben. Ohne sie wäre es viel schwieriger, einen Teleporter zu bauen oder ein Com-Modul. Sie machen mich dennoch nervös, denn sie sollten gar nicht existieren. Das war das Gas, ne? Photoniken. Was nur im Labor existiert. Oder? Ich gucke nochmal eben. Nicht, dass ich ihn jetzt falsch verstehe. Photoniken. Ah ne, Pilz gefangen wurden. Photoniken sind Lichtpartikel, die in den Pilzsporen gefangen wurden. Okay. Ja, aber sie existieren ja hier nun mal. Das hört sich mal an, als wenn da irgendeine Tür quietscht. Vielleicht muss der Ion mal geölt werden. So, wie viele haben wir jetzt? Brauchen wir noch mehr? Vier. Achso, wir haben gerade mal drei. Okay, also brauchen wir noch. Dann nehmen wir noch die beiden da. Schon wieder ein Komet. So, nimm mit hier, Ion. Was voll entspanntes Spiel. Jetzt zumindest noch. So, jetzt haben wir vier. Und für den Dings hier brauchen wir keine. Da brauchen wir nur noch Turanon. Und da brauchen wir auch nur noch Turanon. Und extrem stabiles Metall.
War das denn vielleicht dieses Goldene, was da so geglänzt hat, wenn man dagegen haut oder so? Ich habe ja gar nicht gegengehauen mal. Müssen wir mal eben ausprobieren. Da hat doch in der letzten Folge sowas Güldenes geglänzt, ne? Ich komme ja auch gar nicht mehr zurück, ne? Ich habe ja gar kein Metall, an das ich rankomme. Ist doch aber bestimmt hier irgendwo bei den Steinen. Wir mal suchen. Fass ich da hier an. Erstmal aufladen. Und hoch. Und hoch. Na, komm schon. Jetzt hoch hier. Hier sehe ich gerade nichts davon. Dein Treibstoff ist bis auf ein Viertel verbraucht. Du solltest nachfüllen. Danke. Ist ja cool, dass er das auch ansagt. Hier. Da müssen wir auch schon wieder neun mal machen. Dann bräuchten wir auch schon wieder neun. Wo kriegen wir jetzt dieses Turon? Na, oh, Vorsicht, Aion. Heiß, heiß, heiß. Oh, Alter, wie die Energie runtergeht. Vorsicht, Aion. Aua. Vorsicht. Wenn wir hier einfach mal gegenhauen. Gib mir Turon, 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 Turon. Das bringt nichts. Ich weiß ja nicht mal, wonach ich suchen muss. Das erschwert es natürlich so ein kleines bisschen. Ich gucke mich gerade nur so an den Stein hier um. Wir gehen einfach mal dann in diese Richtung, da Richtung Osten. Seltsam. Ich bemerke gerade, dass dieser Planet nicht um seine Magnetpole rotiert, sondern rechtwinklig zu ihnen. Ein Planet funktioniert häufig wie ein großer Magnet. Aber so wie dieser Planet sich verhält, das geomagnetische Feld dieses Planeten sollte nicht existieren. Tut es aber. Okay. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Vielleicht ist das ja Verstehe ich nicht. Das Magnetfeld eines Planeten kann so gar nicht funktionieren. Ein paar Grad Abweichung von der Rotationsachse wären erklärbar. 15 Grad, vielleicht 20 Grad. Aber keine meiner Simulationen erlaubt dem Magnetfeld eine Abweichung von 90 Grad zur Rotationsachse. Was war denn das? Habt ihr das gehört? Pass bloß auf, Ion. Ja. Es gibt nur eine Erklärung. Dieser Planet trotz den Gesetzen der Physik, wie wir sie kennen. Und was immer das bedeutet, es ist keine gute Nachricht. Warum denn nicht? Nur weil wir es nicht kennen? Wurzel. Ah, warte mal, den stellen wir uns mal her und dann repaire ich mich mal eben. Hier, oh, da müssen wir aber wieder neue Sachen sammeln. Naja. Überleben ist wichtiger. Überleben ist wichtiger. Wenn die Aliens noch hier wären, hätten wir sie wohl schon getroffen. Schau, was du finden kannst. Ja. Ah, Feuerwerk. Yay. Yeah. Ich habe ja schon mal geschaut. Bin runtergefallen. Will das nicht nochmal. Tut weh. Macht Aua. Macht dann nur Aua. Hier ist nichts. Vielleicht irgendwann, wenn wir länger oder höher schweben können. Ich suche immer noch nach Turanon. Turanon. Wo finde ich denn das? Ich muss mir jetzt erstmal wieder die... diese Bobble da einsammeln. Bobble. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weiter in diese Richtung gehen, wo wir noch nicht waren. Da hinten ist nämlich irgendwas. Geradezu sehe ich es gerade. Yay!
Feuerwehr. So, nimm mit, kleiner Ion, Mytox. Immer sammeln, immer sammeln. Guck mal, hier ist auch schon wieder dieses Metall irgendwo. Ich hol mir das erstmal. Oder ist das oben auf dem Berg? Ah, ich will alles haben. Warte, ich hol mir erstmal das Gas. 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 Und hier Metall? Liegt das hier unten? Ne, das ist glaube ich oben. Hier nichts Metall liegen. Oh, ich dachte gerade, es wäre ein Fußabdruck. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ist da irgendwas aufgesammelt gerade? Feuerwerk! Yay! Yeah. Hier ist noch eine Wurzel. Nimm mit, das gute Stück. So, da geradezu. Das ist doch bestimmt das, was wir brauchen. Turanum. Ne? Dann wird es uns auch angezeigt, wenn wir das jetzt aufsammeln. Ressource identifizieren. Scan kategorisiert Turanum. Yeah. Ein supraleitendes, extrem stabiles Erz. Eigentlich wird das im Labor produziert. Wir kennen keinen anderen Planeten, wo es einfach so rumliegt. All diese seltsamen Materialien auf diesem Planeten. Turanon, Photoniken, Kreonoblon und dieser schwarze Rückstand. Etwas ist besonders an diesem Ort. Sehr seltsam und gefährlich. Hm. Vielleicht sind wir ja in einem Labor. Der ganze Planet ist vielleicht ein Labor. Ist das möglich? Feuerwerk! Yay! Ah, guck mal hier. Nehmen wir mit. Okay, dann haben wir immerhin schon mal Turanon. Dann wird uns das jetzt nämlich auch angezeigt. Dann haben wir, glaube ich, auch einen neuen Eintrag dafür. Was nur im Labor hergestellt wird. Sehr, sehr mysteriös hier alles. Regnet auch so oft, ne? Pro Tag einmal. Geht da immer eine Sprinkleranlage an. Ich stelle mir das gerade vor, dass wir in so einem Labor sind. Warte mal, da oben ist irgendwo. Ah, da. Boah. Was ist denn da? Ist auch Turanon? Das dachte ich wäre erst. Oh Mann, aber nö. Scheint gar nichts zu sein. Ach, guck mal hier. Das war das. Nehmen wir mit. Ah, da haben wir Eisen. So eine Leiter. Liegt hier einfach ein Stein rum. So, wie sieht ein Turan nun auf der Map aus? Und wie viel brauchen wir überhaupt noch? Da brauchen wir noch das. Ah, guck mal, das können wir schon mal herstellen. Mache ich auch. Zack. Dann brauchen wir nur noch ein Turanon und ein so eine Pilzlichtwurzel. Was auch immer. Da, Pilzlichtwurzel. Geben Sie mir diese. Was ist denn das hier? Sieht so anders aus. Einfach ein Berg. Einfach mal so ein Berg. Tag 3. Oh, die schöne Musik. Vorsicht. Ah, Ion, Ion. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Nicht gut. Was ist denn hier? Was ist das denn? Da dürfen wir nicht lang. Ion, musst du aufpassen.
Merkst dir? Da haben wir noch so ein Leuchteding. Turanon bräuchte ich nochmal. Findet man es häufiger an Steinen. Dann sollte ich mich mal Richtung Steine machen. Da lang, danach. Nimm dir den. Was war denn das für ein komisches Geräusch vorhin? Oh, die Sonne, wie sie aufgeht. Da ist Turanon. Da, in diese Richtung. Oh, 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 da. Feuerwerk. Yay. Yeah. In der Nacht ist es schöner. Oh Gott. Wir haben hier definitiv noch mehr Lebewesen. Oh, oh, oh. Komet. Kometeneinschlag. Oh. Flucht, Flucht. Immer Flucht nach vorne, Aion. Alter, der ist voll hinter uns einge... Ich sag ja, irgendwann erwischt mich so ein Ding noch. Ich hoffe nicht. Aion. Pass bloß auf dich auf, kleiner Mann. So, können wir es jetzt herstellen? Können wir es jetzt herstellen? Ja. Ab jetzt kannst du Solarmodule als externe Energiequelle verwenden. So, dann, wie als externe Energiequelle, will ich gar nicht, also jetzt noch nicht, ich brauche das ja noch, ach hier, Kristalle brauchen wir noch, alles klar, okay ihr Lieben, Kristalle besorgen wir in der nächsten Runde dann aber erst und dann schauen wir uns mal da in diesem Raumschiff um, beziehungsweise wir haben uns ja schon umgeschaut, wir aktivieren es wieder. Dann bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen auch, wo die Kometen... wo die Explorer-Einheit von dem Raumschiff ist. Alles klar, ihr Lieben. Dann... Nee, warte mal. Wir haben hier noch ein Lock. Lock. Was haben wir jetzt hier? Ersatzteil, Komponentenmodul. Ein Kommunikationsmodul ist ein wichtiger Bauteil, um die Reichweite zwischen Sendern und externen Empfängern zu erhöhen. Möglicherweise ist es Teil der Basiseinheit. Also zum Beispiel des Mutterschiffs einer Explorationseinheit. Aha. KMS verstärken. KMS? Achso, Kommunikationsmodule wahrscheinlich. Kommunikationsmodule. Verstärken die Signale der Funktransmitter. Diese sind notwendig, um die... Die Musik ist wieder... Ultrakurzwellen der lokalen Funkeinheiten für eine weichreitende Kommunikation nutzen zu können. Gelegentlich werden sie auch genutzt, um die kilometrischen Wellen zu verstärken, die für interstellaren Funk genutzt werden. Okay. Bahnhof. Schaltkreise werden beim Herstellen aller möglichen elektronischen Geräte benötigt. Solarmodule beliefern alle möglichen Arten von elektrischen Gerätschaften mit Energie. Okay. Wurzeln. Oh, ein bisschen mehr. Wurzeln. Wurzeln werden von Pflanzen genutzt, um Wasser und Mineralien aus dem Boden zu saugen. Wenn man einmal hinter die widerwärtigen Fassade schaut, wie die immer so draußen, ne? gegen alles, was so natürlich gewachsen ist, findet man im Inneren allerdings Flüssigkeit von hohem Schutzwert für elektronische Geräte. Nicht nur können sie korrosive Prozesse aufhalten. Hä, was denn? Das Wasser in den Wurzeln oder was? Sie führen sogar in gewissem Maße zu chemischen Reduktionen von Oxiden und verbessern so die Integrität bereits rostgeschädigter Elemente. Ach, das. Ja, okay. Das Öl oder was? Pflanzenöl? Wer weiß.
Turanon. Turanon ist ein extrem hartes und dabei flexibles, stabiles und nicht reaktives Metallreaktives. Ich war gerade so am Überlegen, was das bedeuten soll. Das Material unterstützt die Haltbarkeit von Metallstrukturen, wird aber normalerweise im Labor produziert und kann von keinem uns bekannten natürlichen Prozess hergestellt werden. Trotzdem finden wir es hier, ne? Aufgabe, das Schiff war leer, seine mobile Einheit verschwunden und das Kommodul beschädigt. Ich habe Aion zunächst einmal, ja, ist unsere Aufgabe, die wir da gerade machen. Was haben wir hier noch? Schwarzer Rückstand. Wir wissen noch nichts genau. Wir wissen noch nicht genau, was schwarzer Rückstand ist, aber er ist interessant und du solltest sammeln, was du findest. Ei, ei, machen wir. Es scheint in jedem Fall eine Art von Lebensform zu sein oder ein Teil davon, weil er DNA enthält. Auch wenn die ganz anders ist als jeder andere in meiner Datenbank. Welcher Natur er ist, müssen wir also noch herausfinden. Sicher ist bisher nur, dass er ein sehr interessantes elektromagnetisches Verhalten zeigt und ein natürlicher Ladezusatzwechsler ist. Jetzt juckt meine Nase. Okay, der ist ein Teil eines Lebewesens. Der ganze Planet hier ist ja irgendwie so ein bisschen freaky. Ach, guck mal, hier ist PC. Das ist wahrscheinlich das Mutterschiff hier. Kommunikationsmodul für privaten Kreuzer. Nachdem Aion den externen Türöffner gefunden und das Schiff betreten hat, konnten wir erkennen, dass das Kommunikationsmodul defekt zu sein scheint. Auch von anderen mobilen Einheiten des Schiffes fand sich keine Spur. Da haben sie statt ein I ein L gemacht, aus Versehen. Oder das ist ein großes I. Das kann natürlich auch sein. Großes I. Na gut, ihr Lieben. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ja, es ist ein großes I. Nein, es kann auch ein Aion und... Ja, ich weiß nicht. Guck mal, ein großes I sieht genauso aus wie ein kleines L. Na gut, ihr Lieben. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Und... Oh, ist ja voll lang die Folge. Sorry. Okay. Ich habe jetzt erst auf die Uhr geguckt. Na gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Wenn es wieder mal heißt... Phoning Home. Bis denn. Bye bye.